Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir wollen uns, wie ihr den Titel gelesen habt, Camtasia 2024 angucken. Ich will jetzt aber auch nicht alles durchgehen, was Camtasia kann, weil ich mache seit Camtasia 8 mache ich ja Videos zu Camtasia ab und zu, wenn was Neues kommt. Also mindestens einmal im Jahr. Und wir haben jetzt halt die 2024er Version. Und hier sind ein paar Sachen dazu gekommen, die ich euch gerne zeigen möchte. Beziehungsweise eine Sache ist schon länger drin, seit 23 oder 22, die ich so gar nicht mitgekriegt habe, weil ich es vorher mal, lange Geschichte, hier wird es was Geiles, was ich mir immer erhofft habe. Und dann ist es schon längst drin, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Wie ihr seht, das ist jetzt die Oberfläche, bevor wir starten, von 24, also 2024. So wie das hier hinten dunkel ist, wart eigentlich bis hier. Und der Lichtkegel, will ich jetzt mal so sagen, der war nur bis hier. Das war alles auch noch schwarz, also so dunkelgrau bis hier hinten. Das ist jetzt so ein bisschen mehr heller geworden, noch mehr hat sich das mehr ausgebreitet, ob das eine Ankündigung ist, dass es dann später noch heller wird oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist mir nur so aufgefallen. Dann haben wir hier oben die vier Punkte. Die sind relativ gleich geblieben. Also importieren nach ist neu. Und ein neues Projekt hatten wir schon immer. Projekt öffnen hatten wir. Und dann, da war importieren nach, war vorher Vorlage öffnen oder so, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und hier haben wir dann noch die drei Sachen, die wir halt, mit denen wir halt aufnehmen können. Aufnahme starten einmal mit Camtasia, mit dem Audioprogramm und dann halt mit Snagit. Auch ein geiles Programm, werde ich vielleicht auch nochmal ein Video machen zur aktuellen Version. Da hat sich auch einiges getan. Sieht voll geil aus. So. Und wir starten aber jetzt einfach mal die Aufnahme. Nicht wundern, das kommt bei euch nicht. Das ist jetzt nur, weil ich starte, habe gerade Camtasia 2023 laufen, mit dem ich Camtasia 24 jetzt für euch aufnehme. Ich habe die Kamera extra mit reingemacht, damit ihr seht, dass was wir machen, dass, also das, weil ich will die Kamera auch noch transparent machen und so. Und so sieht es dann halt aus. Das ist jetzt eure Oberfläche. Bei mir natürlich 4K, weil mein Bildschirm ist 4K. Ist ein 4K-Bildschirm. Ja, also kann man auch Bildschirm ausnehmen, kann man nur die Kamera aufnehmen, müsst ihr euch, oder Kamera aus und nur Bildschirm aufnehmen, das ist euch komplett überlassen. Ihr könnt die Abmaße auch selber noch ändern, wenn ihr das wollt. Ich lasse halt aber so, wie Camtasia mir gibt, so wie ich das hier aufnehmen will. Wir haben ja hier so grüne Linien außenrum, ich weiß nicht, ob ihr die vernünftig sehen könnt. Die können wir auch nochmal verschieben, ja, dann ändert sich das natürlich hier gleich, seht ihr das? Ja. Aber wir wollen das ja... So. Bildschirm 1, so, machen wir Bildschirm 2, Bildschirm 1, so. Und hier haben wir das Mikrofon, da können wir dann auch hier auswählen, was wir nehmen wollen. Und hier ist halt das System Audio, das könnt ihr auch ausschalten, wenn ihr wollt. Wir wollen es aber drin haben. Weil ich will euch auch noch was zeigen. So, dann hier Camtasia Ref, also das heißt, können wir auch hier ausschalten, aber wir wollen es hier anhaben und dann drücken wir hier mal auf Rec. Und wir nehmen jetzt mal was auf, weil ich euch dann halt dann was zeige. So, wir nehmen es jetzt auf. Ich mache meistens immer so, dass ich das dann halt so groß habe, weil dann sieht man halt nicht nur so ein kleines Fenster, dann hat man so ein größeres Fenster, da hat man dann eine bessere Übersicht. Ich mache das mal nach unten. So, dann hat man eine bessere Übersicht. Sie, bin ich im Bild, bin ich nicht im Bild. Ja? So. Und jetzt, ich klicke mal hier den Ordner einmal kurz an. Da dürftet ihr jetzt nichts hören. Wenn ich hier bei YouTube raufgehe, oder dann gehen wir mal Cam. Jetzt habe ich Doppelklick gemacht. Ich muss jetzt mal hier rüberschieben. So. Und wieder schließen. Doppelklick. Schließen. Doppelklick. Schließen. Dürftet da jetzt eigentlich keinen Ton hören gleich in der Aufnahme. Und dann will ich euch noch was zeigen. Wir gehen mal von dem Ordner halt hier hoch zur Hardware-Check. So, ich mache extra hier Kreise. Und jetzt machen wir noch mehr Kreise hier.
und gehen zu Camtasia. Machen noch mehr Kreise, gehen nach unten, gehen nach oben, gehen hier rüber, gehen hier hin und gehen hier hin. Zack. Dann gehen wir mal dahin und dann nochmal da und wieder hoch und wieder runter und dann gehen wir mal hier Color Suite. So. Und das sollte jetzt eigentlich gewesen sein. Machen wir mal Stopp. Müssen wir jetzt kurz warten, bis es verarbeitet. So. Und dann haben wir jetzt, das ist seit der Folien, glaube ich, war das im 22 auch schon drin? Nee, ich glaube erst ab 23. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das erleichtert so viel. Das ist so geil, weil normalerweise, früher wurdest du halt, du hast die konntest von Anfang an, hast Camtasia startet, konntest sagen, also ganz früher nicht, dann musstest du erst in Camtasia rein, musstest dann oben auf Aufnahme drücken und dann konntest du aufnehmen. Dann kam dazu, dass du beim Starten schon gefragt wurdest, du Camtasia, willst du irgendwas Neues machen, willst du ein Projekt weitermachen oder willst du eine Aufnahme machen? Und jetzt halt, seit 23, bin mir nicht sicher, haben wir jetzt noch zusätzlich, wenn wir das beendet haben, werden wir nicht gleich mit der ganzen Aufnahme in Camtasia reingeschmissen. Und dann haben wir das unten in unserer Timeline und können dann Sachen machen damit. Jetzt können wir schon eine Vorab-Auswahl treffen mit Sachen, die wir machen wollen. Was ich ganz gut finde, natürlich sind auch neue Sachen dazu gekommen, die noch nicht hier mit implementiert sind. Was ich aber denke, dass es mit dem nächsten, übernächsten kleinen Update, was kommen wird, weil übers Jahr hinweg kommen ja immer wieder kleinere Updates. Und da wird das, denke ich mal, dann mit implementiert werden. Zeige ich euch gleich, was ich meine. So, was neu ist, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Vertikalvideo anzuklicken. Dann wird das halt so hochkant gemacht. Und dann haben wir hier oben und hier die Kamera. Also praktisch der Monitor und hier oben bin ich. Ja, also hier, man sieht mein T-Shirt, aber halt, das ist halt transparent, das zeige ich euch auch gleich noch. Wir wollen aber einfach, so, hier sieht also auch nochmal mein T-Shirt. Ja, und dann haben wir hier sogar, was ich richtig geil finde, das ist hinten ein Hintergrundbild, haben wir so eine Spiegelung vom Desktop. Voll geil. So, aber wir machen mal 1:1. So, aber wir haben dann noch hier Layout. Was wollen wir machen? Also wie soll das Layout aussehen? Also wir sind jetzt, können uns jetzt schon vorab festlegen, wie wir das haben wollen, können uns aber im Nachhinein, wenn wir dann in Camtasia sind und das bearbeiten, noch jederzeit umändern und können ganz anderes Layout nehmen. Ja? Ich persönlich, also müsst ihr hier auch mal, ach, warte mal, wie heißt denn das beim Kartenspiel, dieses Viereck, was auf der Seite kippt das? Hier gibt Kreuz, Karo, ja, Karo. Hier, auf die Karos müsst ihr achten. Es gibt Layouts mit Karo und ohne Karo. Das bedeutet eigentlich nur, wenn Karo mit bei ist, transparent, nicht Karo, nicht transparent, also die Kamera. Ja? So, das zeige ich euch mal. Wir haben jetzt hier mit dem Karo, ohne Karo, nicht transparent. Mit Karo, transparent, ohne Karo, nicht transparent. So, mit Karo, transparent, ohne Karo, nicht transparent. Hier so mit Rahmen. Und da habt ihr halt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen wollt. Ja? Könnt ihr euch komplett aussuchen. Ich werde jetzt mal was nehmen wir denn da? Wir müssen ja die Kamera, den Bildschirm groß haben. Ich mach mal transparent. Das habe ich immer, glaube ich, oder? Nee, das war das mit den abgerundeten. Moment, ich muss jetzt mal gucken, wo meins ist. Das war doch das, oder? Nee, das da. Nee, das. Das ist es. Unten. Oder das hier. Nehmen wir das. So, den Hintergrund brauchen wir jetzt nicht. Wir machen, können ja mal, dass man den besser sieht, hier rosa machen, falls das dann ist. Effekte. Hier, das ist das, was ich meine. Wir haben hier so ein paar Effekte drin.
die wir machen können und die auch schon vorher angewählt sind. Transparent, also weil wir das ja gerade ausgewählt haben, dass ich transparent sein soll, also die Kamera. Das ist schon angeklickt. Wir können es aber auch jederzeit hier nochmal ändern und wieder sagen, nö, doch nicht. Aber wir lassen das mal drin. Dann können wir den Cruiser, also die Mauszeiger, können wir die Farbe ändern. Einen Schatten mache ich rein. Die Größe will ich ändern. Die ist jetzt natürlich, da ist er. So, hier oben müsst ihr gucken, ganz klein. Hier. Und wenn ich Größe ändere, zack, größer. Das können wir auch noch viel, viel größer machen. Ja. Und Farbe wäre dann halt gelb. Standardfarbe brauche ich nicht, weil ich möchte einen von den neuen Cruiser-Effekten nehmen. Ich liebe dieses Neongrün um den Cruiser jetzt. Das sieht richtig geil aus. Aber das ist halt hier noch nicht drin. Ich denke aber, dass das kommen wird. Auch für die linke und die rechte Maustaste sind hier die Sound-Dinger noch nicht mit bei, die jetzt neu sind. Die zeige ich euch auch gleich. So, Filter ist für die Kamera, brauchen wir nicht. Jetzt sind wir mit den Einstellungen so fertig, wie wir sie eigentlich haben wollen. Jetzt nehmen wir das mal so ran. So, machen wir uns mal hier. Zack. So. Und jetzt seht ihr mich hier transparent unten. Ja. Und jetzt würde ich erstmal die Mauszeiger, die Skalierung von 500. Mal können wir ruhig 1000 machen, würde ich sagen. Wa? Machen wir mal 1000. Also würde ich jetzt in meinen Videos jetzt nicht extra, nicht unbedingt machen. Da mache ich so zwischen 500 und 700, je nachdem, wie es gerade benötigt wird. Aber so seht ihr das halt besser. Hier ist der dicke Mauszeiger. Den könnt ihr sehen. Jetzt gehen wir auf Cruiser-Effekte. Und dann will ich unbedingt das neue haben. Zack. Und dann haben wir hier so Neongrün ringsherum. Ja. Und jetzt zeige ich, ich muss erstmal kurz den Ton, achso, den, nee doch, den braucht man nicht. Das ist ja mein Mikrofonton. So. Den machen wir hier mal kurz leiser. Aber so, dass man noch ein bisschen was hört. Und dann zeige ich euch mal, also, wir haben auch hier J, K und L als Schnellwahltasten. Ich mache, aber irgendwie habe ich das Problem, ich nutze zwar J und L für Vor- und Zurück und für schnellen Vor- und schnellen Zurücklauf, und aber ich mache grundsätzlich hier mit Play, wenn ich dann gerade was mache, Pause, Stopp, mache ich alles mit der Maus hier. Das, obwohl ich einfach nur ein Stück weiter rüber müsste und auf K drücken kann. Aber mache ich auch selten, aber ich mache es mal, aber meistens mache ich es wirklich komischerweise hiermit. Warum auch immer. Aber wir machen dann jetzt mal halt dann so Play. So, wir nehmen es jetzt auf. Ich mache mal noch ein bisschen leiser. So. Ich mache meistens immer so, dass ich das dann halt so groß habe. So, jetzt seht ihr hier die Mauszeiger. Weil zu der Kamera erzähle ich euch gleich halt noch was, was, ihr da, was ich euch da empfehlen kann. Hier sind jetzt viele Farben und viel Licht von der Seite. Ich mache das mal nach unten. So, da hat man eine bessere Übersicht. Bin ich im Bild, bin ich nicht im Bild. Ja? Das so. Seht ihr natürlich jetzt, was ich jetzt gerade sage, was ich nach unten gepackt habe. Also die. Wartet, ich hole euch das mal von der jetzigen Aufnahme hier rein. Also das dürftet ihr jetzt hier nicht sehen. Ich habe jetzt hier genau über dem Katzenkopf praktisch das, wie ich gerade aufnehme. Ja? Das seht ihr hier natürlich nicht in dem Video. In dem großen Video seht ihr das natürlich, habt ihr am Anfang gesehen, dass das hier unten war. Ja, aber hier seht ihr das nicht, also es wird halt hier nicht mit aufgezeichnet. Ja? Ihr könntet praktisch das, wo die Kamera sieht und so, könnt ihr halt auch auf den Hauptbildschirm packen und das wird dann halt nicht mit aufgenommen. Ich mache es mir aber trotzdem immer rechts auf dem Bildschirm, da habe ich dann die Übersicht und habe dann halt hier ein freies Bild. So, erstmal dazu. Und jetzt, jetzt passt auf. Ich klicke mal hier den Ordner einmal kurz an. Da hört dürftet ihr jetzt nichts hören. Wenn ich hier bei YouTube raufgehe, oder dann gehen wir mal Cam, da habe ich Doppelklick gemacht. Ich muss jetzt mal hier rüberschieben, so. Und wieder schließen. Doppelklick. Schließen. So, da hört ihr, dass da nichts ist. Wir machen mal kurz zurückspulen. Das ist auch eine geile Erfindung mit J, K und L vor- und zurückspulen und Stopp halt. Das ist super. So, dann gehen wir hier oben
auf linke Maustaste. Wir können es auch für die rechte machen. Ja? Da ist es genau das gleiche. Ne? Hier roter Kreis, hier gelber Kreis, hier unten und gelb, hier rot und grün. Das könnt ihr euch farblich auch separat nochmal anpassen. Soll nur darstellen, dass es halt verschiedene Maustasten sind. Mhm. Wir gehen aber jetzt hier rauf und nehmen uns jetzt hier einfach mal den Soundeffekt und ziehen uns den hier nach unten auf die Spur. Effekt hinzugefügt. So, und jetzt mache ich nochmal Play. Und jetzt, ich klicke mal hier den Ordner einmal kurz an. Jetzt hört dann klicken. Dürftet ihr jetzt nichts hören. Wenn ich hier bei YouTube raufgehe, oder dann gehen wir mal Cam. Da habe ich Doppelklick gemacht. Ich muss jetzt mal hier rüberschieben, so. Und wieder schließen. Doppelklick. Schließen. Doppelklick. Das Klicken vom Fenster ist natürlich auch, wenn ich das Fenster anklicke und rüberziehe, ist es natürlich auch ein Klick. Also wird das auch hinterlegt, ja. Das könnt ihr dann separat hier auch noch rauslöschen. Das seht ihr denn hier unten alles. Ja, die verschiedenen Klickgeräusche, Soundeffekte, könnt ihr alles auch noch hier separat rauslöschen, was ihr haben wollt, was ihr nicht haben wollt. Ja? Ihr könnt die auch halt selber noch Soundeffekte dazu packen, wenn dann ein Klick sein soll oder so. Hier, das ist die Vorschau vom Klicken. Die könnt ihr natürlich auch hier Lautstärke. Könnt auch Laptop-Klicken machen. So. Oh, ne, Profinau war ich nicht. So. Und jetzt wollen wir aber auch noch was anderes. Da jetzt eigentlich keinen Ton hören gleich in der Aufnahme. Und also ich habe ja jetzt auf Laptop gestellt. Schließen. Dürfte da jetzt eigentlich keinen Ton hören gleich in der Aufnahme. Und dann will ich euch noch was zeigen. So, passt auf jetzt. Von dem Ordner halt hier hoch zur Hardware-Check. Da so, seht ihr den wie so ein Lämmerschwanz hier. Und jetzt machen wir und jetzt hier nach unten. Hier. Ihr seht, dass das alles zippelig, zappelig ist. Zur Camtasia. Machen noch mehr Kreise, gehen nach unten, gehen nach oben, gehen hier rüber, gehen hier hin. Und da habe ich aus Versehen in der Mitte rein geklickt. Dann gehen wir mal dahin und dann nochmal da und wieder hoch. Machen wir Mausklicken. Oh, Laptop-Klicken mag ich nicht so. Und dann gehen wir mal hier Color Suite. So, jetzt habt ihr das gesehen. So, und jetzt gehe ich auf Cruiser-Ausgleich. Zieh mir das auch hier rein. Zack. Ihr seht, das wird halt immer mehr. Wir können das aber wegmachen. So. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Zeigen. Wir gehen mal von dem Ordner halt hier hoch zur Hardware-Check. So, ich mache extra hier. Seht ihr das? Gerade Linie. Und jetzt machen wir noch mehr Kreise hier. Und gehen zu Camtasia. Machen noch ihr mehr habt hier, Kreise. Ihr müsst, hier seht ihr, dass ich... Gehen hier rüber. Gehen hier hin. Da seht ihr das, wenn ich hier wie ich hier so gemacht habe, da bin ich ja über die verschiedenen Sachen auf dem Desktop rübergegangen, über PDF-Dateien. Da seht ihr das jetzt hier zum Beispiel, wer eigentlich die Maus. Aber der geht halt nicht damit. Der wartet halt, bis wir halt kurz davor sind oder rechnet den Weg halt aus, den kürzesten Weg und macht dann erst eine Bewegung, wenn, dass wir dann hier zeitgleich auch ankommen, ja. Kreise, gehen nach unten, gehen nach oben, gehen hier rüber, gehen hier hin und gehen hier hin. Da, zack. Dann gehen wir mal dahin und dann nochmal da. Das macht es halt nicht, weil manchmal wackelt man ja wie so ein Lämmerschwanz, wenn du dann so am Erklären bist oder so und dann mit der Maus hier so rumwackelst und so, ja, beim Quatschen. Das sieht halt natürlich doof aus und so kannst du halt diesen Ausgleich reinmachen und dann gleichtet das halt aus und dann hast du wirklich immer eine gerade Linie, wo du hin willst. Sieht halt schöner aus. Finde ich persönlich. Das wollte ich euch auf jeden Fall nur mal zeigen, weil auch wegen dem Effekt hier, wegen dem Soundeffekt, ja. Dann haben wir ganz neu dazu gekriegt, muss ich mal hier vorne hin machen wieder, dass wir ein Transkript haben sozusagen. Ich mach das mal in die Mitte hier hin, einfach so.
So, und dann machen wir mal Play. Und halt, so, dann so zeige. So, wir nehmen es jetzt auf. Ich mache meistens immer so, dass wir ich das können halt so auch jederzeit natürlich das hier auch ändern, können es größer ziehen. So. Dass wir auch, also ist für die Hochkant-Videos halt gut, weil Hochkant, habt ihr gesehen, wird ja jetzt auch unterstützt. Ja. Aber wir können auch die Farbe, Buchstaben darauf. Wir können uns jetzt nämlich. Mein Wecker. Können uns das ja auch von dem Neongrün hier wegnehmen. Zack. So. Und dann sieht das halt um. Weil. Nochmal richtig cool dann aus. Dann sieht man halt nicht nur so ein kleines Fenster, dann hat man so ein größeres Fenster. Da hat man dann eine bessere Übersicht. Ich mache das mal nach unten. So. Dann hat man eine bessere Übersicht. Ihr könnt auch die. Bin ich im Bild, bin ich nicht im Bild. Ja. So, die Schriftart ändern und den Schatten könnt ihr anders machen. Ich klicke mal hier den Ordner einmal kurz an. Ihr seht ja, was hier auf der linken Seite alles ist. Hören. Da, wenn ich hier bei YouTube raufgehe oder in den gehen wir mal. Da könnt ihr euch hier noch austoben. Doppelklick gemacht. Ich muss jetzt mal hier rüberschieben. So. Und wieder schließen. Doppelklick. Schließen. Doppelklick. So, ich glaube, das reicht. Schieben uns das mal ein bisschen weiter hierher. So. Und Transkript, dynamische Unterhaltung. Normalerweise ist es dann auch hier drinne. So. Gleichzeitig, dass man das dann. Ach, hier. Schließen. Dürfte da jetzt eigentlich keinen Ton hören gleich in der Aufnahme? Ah ne, das ist Untertitel. Ja, ich benutze das Transkript halt nicht so wirklich. Weil. Wegen meinem Dialekt. Und weil ich manchmal ganz schön Kotterschnauze habe und dann kommt das Transkript durcheinander. Dann musst du das korrigieren. So, dass ich das dann halt so groß habe. Was aber machbar ist. Weil, dann sieht man. So, ihr habt ja hier ganz viel und hier war halt auch. Irgendwo war hier auch Wort. Dass man Wörter anpassen kann und. Aber man kann hier halt auch Wörter umbenennen. Also zum Beispiel, so könnte ich dann. Ich habe zwar so gesagt und der hat so erkannt, ich könnte aber als und dann hinschreiben, dass dann hier nicht steht so, sondern und. Ja, also da könnt ihr dann auch nochmal viel rumspielen. Da haben wir noch Verhalten für Texte, dass man die Buchstaben wackelnd machen kann und so. Das kennt ihr ja alles schon. Auch Geschwindigkeit und so. Da ist jetzt nichts Neues dazu gekommen. Animationseffekt ist auch nichts Neues dazu gekommen. Überblendeffekte sind halt ein paar neue dazu gekommen. Auch mit Herz und so. Also da sind jetzt noch viel mehr drin, ne? Aber die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, die könnt ihr dann selber rumexperimentieren. Visuelle Effekte, haben wir jetzt Wasserzeichen noch gekriegt und Bewegung haben, nee, Bewegung war vorher schon drin. Wasserzeichen ist neu, das weiß ich. Hier haben wir dann noch. Gerenderter Rahmen, ach so. Also da habt ihr halt noch Haufen Zeug. So, dann haben wir hier die Animationseffekte. Da haben wir hier so ein paar neue Sachen dazu gekriegt. Die Buchstaben, ja, auch hier so schön mit einem können wir hier nämlich auch vom grünen Pfeil mitnehmen. Dann könnt ihr dann schreiben, hallo, Leute. Dann zieht ihr euch das lang, dann steht es auch nebeneinander. Könnt ihr euch schön platzieren, wo ihr wollt. Das ist jetzt hier der, so die Standardeinstellung, was euch angezeigt wird. Standard gefällt mir persönlich auch gut und ich habe grundsätzlich Standard bei mir drin, weil die Standardauswahl ist hier schön bunt, die gefällt mir sehr gut. Wir haben nämlich dann auch noch dezent, kräftig, industriell, aber wie gesagt,
Benutzer, da ist jetzt nichts drin. Standard gefällt mir persönlich aber besser. Ja, und das, so ist es halt auch bei den Pfeilen, wenn wir hier dezent nehmen, kräftig, ja. Aber halt Standard hast du so von jenem ein bisschen mit bei. Auch hier bei den anderen Sachen. Das ist dann halt verpixeln. Ja, hier haben wir dann auch nochmal verschiedene, die finde ich ganz lustig. Ja, so ein Pfeil, dann sieht er nur aus, als wenn der frisch hingezeichnet wird. Hier können wir Tastenkombinationen einblenden. Das ist alles alt geblieben. So, und dann haben wir hier Favoriten. Und ich, das war, was mich immer gestört hat, dass man die Mediathek, also meine Projekte, die ich selber gemacht habe oder drin habe, mein Intro, Outro und was da alle so kennt, dass man das exportieren kann, aber nicht die Favoriten. Und ich hatte ja mit den Leuten von Camtasia einen Call. Gehen erstmal Grüße raus. Vor allen Dingen an Anton. Der macht auch richtig klasse Videos. Ich werde euch den Camtasia-Kanal auch mal in die Videobeschreibung verlinken. Da wurde mir gesagt, doch, das gibt's schon. Wurde aber nicht so groß publik gemacht. Weil normalerweise hat man ja dann so eine Übersicht, was ist neu und so. Und das ist an mir vorbeigegangen oder beziehungsweise wurde nicht so richtig publik gemacht, dass das da mit drin ist. Weil man kann, also ich habe ja Medien, so. Hier, das sind meine Sachen, ja. Und da kann ich jetzt hier so Sachen anklicken, ja, und kann dann sagen Plus und kann die dann in eine Bibliothek importieren. Ja, ich kann aber auch Rechtsklick hier machen. Ich kann dann auch sagen Elemente exportieren. Dann wird das halt, ich kann auch von oben nach unten, hier, bis hier runter, alles markieren und sagen exportieren und dann wird eine Datei angelegt, eine Camtasia-Datei und da ist alles drin und wenn ich dann ein neues Camtasia installiere, drücke ich einfach Doppelklick auf diese Datei oder gehe hier rein und sage einfach importieren. Wähle die Datei aus und importiere. Aber ich mache meist mit Doppelklick. Warum hier auf Importieren, dann auswählen? Gehe auf meinen Ordner, wo ich so habe, Doppelklick, wupp, und dann ist es da. Sehr schnell, sehr geil. Und so habe ich halt meine Bibliothek gesichert. Aber wenn wir jetzt hier oben auf Datei gehen und da dann auf Exportieren gehen und dann sagen, gezippte Paketdatei. Nee, das war nicht. Entschuldigung. Exportieren. Paket. So war das. Und da haben wir dann alles, was uns Camtasia bietet. Und das können wir jetzt anwählen. Favoriten. Hier unten sind sie. Meine Favoriten. Anklicken, dann werden meine Favoriten gesichert. Tastenkombination, falls man eine Tastenkombination gemacht hat. Bibliothek. Meine Bibliothek, die Camtasia-Bibliothek und die Standard. Standard ist halt, da sind Haufen Zeug drin, was ich von Camtasia runtergeladen habe, was ich aber noch nicht in irgendwelche Ordner zugewiesen habe. So, dann haben wir noch Schemas und Vorlagen. Hier sind die ganzen Vorlagen. Ja. Und hier haben wir dann noch die Profile. Selbst die Profile können wir jetzt sichern. Wir können halt sagen, alles markieren oder nur einzeln was wir malen und könntet auch zack wieder abmontieren und dann könnt ihr euch, wird dann so eine Camtasia-Datei erstellt. Super geil, super geil. Ich habe mir einmal eine Sicherung von allem gemacht und einmal Favoriten und meine eigene Bibliothek. So die wichtigsten Sachen halt. Ja, dass ich halt lieber doppelt gesichert, hält besser, wie man so schön sagt. Das finde ich saugeil, dass das dazugekommen ist. Das habe ich nämlich nicht mitgekriegt, dass das jetzt da oben drin ist. Noch neu ist, dass man Sachen hier jetzt verschieben kann. Ja, und sich die Sachen halt so anpassen kann, wie man sie haben möchte. Auch hier die Seite, das ist ja schon bekannt, dass man das machen kann. Wir können auch hier, dann wird das eine kleiner. Aber ich habe es eher so ein bisschen größer, ein bisschen übersichtlicher. Und dann kann man sich halt das so anpassen, wie man will. Favoriten brauche ich immer, also ganz oben hin. Medien, ja, sind meine, also es ist praktisch das, was jetzt hier drin ist. Ja, plus halt Camtasia. Das sind die neuen Sachen, die man bezahlen muss. Da muss man, glaube ich, das Abo haben. Und dann haben wir hier noch meine Bibliothek, oder?
gucken, wenn ich das hier hinten ranpacke. Ah ne, hier ist er, der Effekt. Der ist mit bei, den kann man nehmen. Also einige Sachen kann man nehmen und einige sind dann halt für... Ja, das ist jetzt ein Hintergrund zum Beispiel. Die sind dann halt für Abo. Ja? Zum Beispiel jetzt hier, wenn wir das... Hier haben wir dann... Ach, hier haben wir die Krone dann mit bei. Hier ist keine Krone mit bei. Wenn wir hier die Krone jetzt das mit Krone nehmen, dann kommt halt das. Premium Assistent Camtasia. Ja. Und dann könnten wir das natürlich auch benutzen. Ja, aber habe ich nicht. Ich habe halt nur normal Camtasia. Und da haben wir auch hier so eine Tierliste mit bei. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Kann ich aber halt nicht nutzen. So. Und dann seht ihr ja, hier ist alles drin, was wir benutzt haben. Ja? So, das müsste eigentlich... ja. Effekte hinzufügen, das ist alles halt hier nochmal so drin. Ja. Was halt, wo sich halt viele gestört haben am Anfang, ist ja zum Beispiel beim Exportieren, wir haben jetzt lokale Dateien. Und hier unter anderem haben wir halt die älteren Sachen zu Google Drive und TechSmith Review und dann halt hier die alte Version, wie man ein Video exportieren kann. So, fortsetzen, das sieht dann halt so aus. Ja. Mit den Profilen habe ich jetzt in der Version natürlich nicht drin, die Profile. Ja. Und jetzt die neue Version sieht dann halt so aus. Ist viel einfacher, viel schlanker, sieht optisch fresher aus. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Und hier haben wir dann noch die Beach exportieren. Das heißt, wir können eine Sache in Beach Export reinpacken. Und im Gegensatz zu dem normalen, wo das dann halt zack klein geht und man kriegt nur noch die Anzeige, dass das hier rendert wird, können wir das jetzt anders machen. Wir müssen nicht gleich exportieren, wir machen es in Beach rein, dann wird es zwar auch gerendert, aber Camtasia bleibt offen und wir können es trotzdem noch benutzen. Ja. Datei hinzufügen, dann können wir dann halt hier die Sachen, müssen wir dann halt als öffnen. Na. Öffnen, so. Können wir dann halt hier reinpacken. Also wir müssen die dann halt nur als Projekt speichern. Also von, so, wenn wir das jetzt hier mal wegmachen, wenn ich das jetzt hier, Datei, speichern unter, so, und dann nenne ich das jetzt Test, speichern, okay, dann gehe ich auf Expo, dann gehe ich auf Beach, aussuchen, Test, so, dann kann ich hier noch so was anderes sagen, nehme ich das hier noch mit rein. Ja, und dann könnte ich jetzt Export starten und dann werden halt mehrere Sachen exportiert. Ja, dann kann man halt erstmal seine Sachen abarbeiten und speichert sich die als Projekte. Und dann kann man halt sagen, okay, jetzt habe ich hier 3, 4, 5 Videos fertig. Dann mache ich die hier rein und dann rendert der hintereinander weg die Videos, die wir praktisch vorproduziert haben. Ja, erspart viel Zeit. Oder man hat halt, es geht halt auch keine Zeit verloren. Weil so machst du ein Projekt, exportierst, musst halt warten, kannst in der Zeit nichts mit Camtasia machen, in der Zeit, wo gerade exportiert wird. So speicherst du dir das einfach nur und haust dann halt 3, 4, 5 Sachen hintereinander, also zusammen in Beach Expo rein und dann wird das hintereinander weg exportiert. Finde ich eine super Sache. So, aber wir wollen ja nochmal hier zu Lokal. Was ich euch empfehle, ist auf jeden Fall, viele sagen, boah, 4K, Monitor 720p, 1080p, aber das Video muss dann 4K sein. Ist Quatsch. Dauert alles nur lange, frisst Ressourcen, ist totaler Quatsch. Wenn euer Monitor,
also wie jetzt, also was wir jetzt aufgenommen haben, wir haben ja den Monitor aufgenommen, der ist bei mir 4K. Ja? Können wir hier die Basisleinwand, da, die ist bei mir jetzt hier auf 1080p gestellt. Wenn wir jetzt hier rauf gehen, Basisleinwand, so, UHD. Warum ist die nicht auf UHD eigentlich eingestellt? Oder habe ich da wieder was falsch gemacht? Rückgängig. Jetzt ist es weg, genau. Achso, ich kann ja auch STRG und Z drücken. Geht einfacher. So. Achso, noch weiter. Kann durch die Hintergrundbilder oder so sein, dass wir da. So. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Projektleinwand. Nö. Also eigentlich sollte das in 4K sein, weil das ja 4K ist bei mir. Und natürlich 60 FPS. So. Können uns aber auch die Leinwand hier mal so ein Stück kleiner machen. Und wenn ihr das jetzt so vor euch habt und ihr habt eine 4K aufgenommen, weil es ist ja 4K, wenn wir hier raufklicken, Details, da seht ihr dann halt die Abmaße, ja, 3840 zu 2000 noch was und die Zeit seht ihr das und 7, noch was Framerate die Sekunde, ja. Und hier, welches Format, welches Mikro, das seht ihr dann halt alle da. Und so stellt ihr euch das ein. Und dann beim Rendern, natürlich nehmt ihr das gleiche, wie es ist. Ihr habt 4K, bleibt bei 4K. Weil runterrendern von 4K auf 1080p dauert länger als hochrendern, also als gleiches oder halt hochrendern von 1080p in 4K, genau das gleiche, dauert länger. So. Aber nichtsdestotrotz, Basisleinwand am besten so eingestellt, dass ihr das so seht, wie es dann später bei euch aussieht. So, dann habt ihr automatisch hier, wo eben 1080p war, habt ihr hier 4K. So, und dann haben wir hier Audio, das ist schon automatisch so eingestellt, wie ich es gemacht habe. Und hier haben wir 60% bei der Qualität und Frames 50. Das habe ich so eingestellt. Ja, also das ist immer gleich und das richtet sich nach der Basisleinwand. So. Steht doch hier irgendwo. Seitenverhältnis beibehalten. Ja. So. Jetzt kommt es aber drauf an. Weil wenn ich jetzt hier aufnehme, 60 FPS, wenn irgendwas ist, was mit viel FPS auch hergibt, ja, kann ich das hier dann nochmal umändern. Ich habe grundsätzlich 50, weil die Sony Alpha 6400, mit der ich Unboxing, Hardware und so alles aufnehme, die habe ich eingestellt auf 1080p mit 50 FPS, also 50 Hertz, wegen den Lampen, weil dann LEDs und so durch den Strom ist halt eine lange Geschichte, jedenfalls wenn man das auf, weil wir haben unser Strom ist halt 50 Hertz fähig, keine Ahnung, jedenfalls ist eine lange Geschichte, ich habe mir da etliche Videos so angeguckt. Und wenn man NTSC nimmt, ist es mit 60 und dann flackert unser Licht. Ja? Und mit 50 kann man das halt sehr reduzieren, dass es nicht so flackert. Deswegen habe ich es bei mir auf 50. So, und dann halt nicht 4K, weil 4K hat immer so lange gedauert. Und ich fand das Bild mit 50 FPS bei 1080p besser. Von Helligkeit, von Einstellung, also war halt, fand ich persönlich halt schöner. Deswegen bleibe ich bei Full HD. So. Und wir können jetzt jederzeit hier zum Beispiel das 60 FPS Profil anklicken und dann ist es automatisch drin. Ja? Wir können auch hier jetzt einfach mal die Basisleinwand auf 1080p einstellen, übernehmen mit 60 FPS.
und machen uns das hier mal schön wieder klein. So, dann ist das wieder, das ist praktisch das, was später aufgenommen wird. Alles, was draußen außerhalb ist, wird dann im Video nicht zu sehen sein. Und da wir jetzt 1080p haben, können wir hier auch wieder auf 100% machen. Dann sehen wir das auch wieder größer. Gehen auf Exportieren. No. Und ihr seht, wir haben automatisch 1080p drin. Seitenverhältnis immer lassen, dass das wirklich die originalen Seitenverhältnisse sind. Ja. Und hier sind wir jetzt bei 50 FPS und 60%. Und jetzt können wir hier wieder ändern und sagen einfach mal 60 FPS, 70%. Die Abmessung bleibt aber gleich. Und das ist ein mega Sparnis. Wir brauchen nicht die Abmessung machen. Wir nehmen einfach die Abmessung, die werden automatisch übernommen von der Basisleinwand und können uns dann halt hier Profile machen für die wichtigen Sachen. Prozentzahl und Frames. Ja? Wenn ich so aufnehme, gehen 60, Kamera 50 und dann kann man halt auch sagen, wie viel Prozent. Ja? Und dann könnte man hier exportieren und dann wird das halt exportiert. Und hier kann man dann noch halt sagen, als was als MP4 mache ich immer. Wir können GIF, M4A, ist halt dann nur Audio oder MP4 mit Smart Player. Braucht man aber, wenn man es für YouTube macht, nicht. Also da reicht einfach MP4, fertig ist. Jacke, ist Jacke wie Hose. Ja. Und da haben sie wirklich sehr viel schöner gemacht und angeglichen. Auch mit der Basisleinwand und man kann auch die Leinwand lösen, man kann auch, kann ja 2000 sagen, ja, dann wird da drin so ein bisschen mit nicht mehr, 50%. Das finde ich halt 100%. Ja, wir können das auch hier verschieben, die Leinwand, und können die oben eine Ecke machen, falls wir die halt da oben haben wollen. Und wenn wir jetzt 50% sagen, ist er wieder in der Mitte, wir machen dann wieder zack hoch, sagen 100. Ja. Das ist halt nur die Basisleinwand, die wir dann halt verschieben können. Weil es kann auch mal passieren, wenn ihr oft die Basisleinwand die Größe ändert oder die Skalierung ändert von der Basisleinwand, dass das dann auf einmal hier so ist oder halt so halb raus ist. Dann einfach hier oben raufklicken, dann zieht ihr euch das hin, wo ihr hinhaben wollt, zack. Und dann könnt ihr wieder rauf hin und dann ist alles wieder schicki. Ja? Können auch hier alles. Können auch hier so. Ja, könnt ihr dann auch machen. Das haben sie nämlich auch mit eingefügt. Das finde ich ganz geil. Wenn ihr zum, da gibt es auch irgendwo in der Mediathek gibt es halt ein Bild von einem Laptop zum Beispiel, ja, der so schräg ist. Und wenn ihr das jetzt so macht, könnt ihr euch das anpassen, dass das dann praktisch auf diesem Laptop drauf ist. In der Mitte. Ja? Und schräg. Das ist doch geil. Und das geht auch nichts verloren. Also sieht nicht aus, als wenn es irgendwie doof ist. Also irgendwie falsch gemacht ist. So, ihr könntet auch dann jederzeit wieder in die Ecken reinschieben, wo es war. Und dann sieht es auch wieder normal aus. Das finde ich halt auch noch eine saugeile Sache. Halt gerade für Tutorials oder so, wenn man halt sagt, ich habe das jetzt aufgenommen und möchte halt, was weiß ich, meine Kamera halt hier links in, rechts in die Ecke machen und dann links ein Symbol von einem Laptop oder einem PC-Bildschirm und dann das da reinmachen. Ja. Kann man sich das dann aussuchen. Zur Kamera wollte ich noch sagen, ihr seht ja, dass das jetzt bei mir hier ein bisschen doof transparent gemacht ist. Das ist, weil bei mir hier viele Farben sind. Also jetzt seht ihr das ja unten nicht so. Warte mal, ich muss das mal hier rüber machen, dann seht ihr das gleich besser, weil ja hier meine Kamera später hin soll, in der Fertigenaufnahme. Aber hier sind halt viele Farben. Hier ist Lila mit bei, ich habe extra hier so einen Lappen hingelegt, meine Unterlage, hier sind ein paar Ordner, der Kratzbaum ist so gräulich. Da sind verschiedene Farben. Und da hat Camtasia natürlich ganz schön zu tun, dieses vernünftig zu machen. Da gebe ich euch den Tipp. Einmal für die, die eine Elgato benutzen, nimmt die Elgato-Software, nimmt die MK1 oder MK2, also praktisch die Facecam oder die Facecam MK2, also das neue Modell, wenn ihr die habt, hier rein. Oder wenn ihr einen Camlink habt, könnt ihr das auch damit machen. Und dann
geht ihr auf Effekte, obwohl Camlink hat bei mir hier nicht funktioniert. Da müsst ihr mal gucken. Bei mir hat das nicht funktioniert, das musste ich dann über Broadcast machen, zeige ich euch gleich. Dann geht ihr hier auf unscharf und macht hier, stellt euch dazu ein, müsst ein paar Testaufnahmen machen. Ich habe mit 30% sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn es halt nicht so doll von hier reinknallt, dann muss Jalousie natürlich runter. Und damit erleichtert ihr Camtasia die Arbeit. Ihr müsst dann bei Camtasia aber nicht die MK2 oder die, also Facecam MK2 nehmen oder die normale Facecam. Ihr müsst dann die virtuelle Kamera nehmen. Elgato virtuelle Kamera. Das ist dann halt, weil die normale Facecam oder Facecam MK2, wenn ihr die auswählt, ist ohne diese Effekte. Das ist einfach nur die Basiskamera. Und für die Kamera mit Effekten, das nennt sich dann virtuelle Kamera. Also Elgato, ich guck noch, kann ich das hier angucken? Nee, ich kann nicht sagen, wie das heißt. Elgato virtuelle Kamera müsste denn da stehen. Für die Leute, die jetzt eine Logitech-Kamera oder eine andere Kamera benutzen und das machen wollen, empfehle ich Nvidia Broadcast. Funktioniert mit RTX ab der 20er Reihe. Könnt ihr gratis runterladen bei Nvidia, kostet nichts. Mikrofon, Lautsprecher könnt ihr sein lassen. Es sei denn, ihr wollt euer Mikrofon verbessern. Hier haben sie nämlich noch ein paar Filter drin. Und dann geht ihr auf Kamera, wählt eure Kamera aus. Wie jetzt zum Beispiel die. Zack. So. Und dann seht ihr die Kamera und dann sagen wir hier einfach einschalten. So, und dann wird er transparent gemacht. Und das Programm, im Gegensatz zu Camtasia, Camtasia ist ja ein Videobearbeitungsprogramm, wo das zwar mit bei ist, aber wenn ihr ein reines Programm von Nvidia habt, was das unterstützt, hier können wir ganz hoch setzen, und das euch so einstellt und dann eine Aufnahme macht, also dann die Kamera, also das wäre dann halt praktisch die, da müsstet ihr bei Kamera Nvidia Broadcast Cam nehmen, ja, wenn ihr dann das macht, kann ich euch ja auch mal zeigen. Wir nehmen das mal. Ich packe das mal kurz beiseite. Wir löschen mal das alles. Das auch. Das auch. Aufnahme. Und machen jetzt mal eine neue Aufnahme. So. Okay. Okay. So. Kamera. Geht nicht. Seht ihr? Weil sie ja nicht da ist. Deswegen müssen wir hier jetzt auswählen. Ach da, Kamera in Klammern Nvidia Broadcast. Das müsst ihr dann auswählen. So, da haben wir sie hier drin. Und ich werde auch nichts an der Kamera jetzt ändern. Die liegt jetzt genauso da wie eben. Ja. Und hier seht ihr dann praktisch das nochmal. Ja, und dann könnt ihr euch das... Normalerweise sieht man dann halt auch Kamera. Sehe ich jetzt hier nicht, warum auch immer. Der nimmt doch gar nicht auf. Stopp. Warum nicht? Es kann wieder zu viel sein für Camtasia. Also nicht, weil mit 23 aufnehmen, was ich in 24 mache, das ist schon heftig. So, wir werden das nochmal versuchen. Kamera an. So. Und Rack. Camtasia Recorder ist ein Fehler aufgetreten. Ja. So, wir müssen mal Camtasia 23 schließen. Nein, wir wollen nicht speichern. Und öffnen den Teil einfach nochmal neu. Ach nee, 23 habe ich ja. Ich muss 24, bin ich doof. Camtasia 24. So, wir sollen aufnehmen. Ja, okay. Cam. Aufnehmen. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Ja, jetzt geht's. So, dann könnt ihr euch das groß machen. Ja, jetzt seht ihr das ja natürlich in der Aufnahme, in der fertigen Aufnahme werdet ihr das gleich nicht sehen. Ich mache mal auf Winke-Winke und so. Machen wir 20, 30 Sekunden, nehmen wir mal auf.
Und wie gesagt, hier seht ihr ja, dass dann alle gefiltert ist. Also milchig gemacht wurde. Zack. Müssen wir kurz warten. So, und jetzt haben wir da drin. Achso, wir müssen ja hier wieder. Zack. So, wir lassen das jetzt einfach mal so, wie es jetzt ist. Und sagen, okay. So. Hoppala. Und jetzt spule ich mal ein bisschen vor. Ich mache mal hier so. Seht ihr, das sieht dann schon auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ja. Ist jetzt natürlich ein ungünstiger Winkel von hier schräg runter. Ja. Und ich zeige euch das nochmal. Packen wir mal hier dazu. Und dann kommt ja noch der Stuhl dazu und so. Und das Licht, was hier rüber scheint, das ist dann halt hier jetzt gerade ein bisschen kontraproduktiv. Aber es erleichtert Camtasia viel Arbeit, wenn ihr jetzt Nvidia Broadcast nehmt oder halt praktisch von Elgato die Software und das Camtasia schon anbietet mit einem milchigen Hintergrund, beziehungsweise alles um euch milchig. Erleichtert Camtasia die Arbeit und macht das alles nochmal ein bisschen schneller und besser. Ja? Ist meine Erfahrung, natürlich nur. Ja? Also, wer andere Erfahrungen gemacht hat, kann gerne mal dazu schreiben, aber das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich glaube, ich habe von den neuen Sachen nichts vergessen, hoffe ich jedenfalls. Ich kann es nur empfehlen. Ich werde euch natürlich die Webseite von Camtasia unten drunter verlinken und auch den YouTube-Kanal von Anton, also von Camtasia, wo Anton die coolen Sachen macht, werde ich euch verlinken. Der macht auch YouTube-Tutorials, auch zu Animationen, wie man mit Camtasia so kleine Animations-Tutorials machen kann und so. Da ist Haufen coole Sachen mit bei, die ich euch nur empfehlen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.